So, schauen wir gleich mal auf ein paar kompakte Antworten von Ladies, die über den Wert eines Mannes befragt wurden. Ich glaube, die Überschrift, als ich das Video fand, die war irgendwas in der Richtung von Women being shallow. Und da muss ich natürlich gleich sagen, nee, die sind eben nicht oberflächlich, wenn sie die Begüterung von Männern im Blick haben. Es ist nun mal genau das, was Mutter Natur von ihnen verlangt und was möglichen Folgegenerationen ein sicheres Heranwachsen verspricht. Wer sich drüber beklagt, der hat irgendetwas noch nicht richtig verstanden. Oder der sucht eben nur eine Ausrede, um nicht hart arbeiten zu müssen. Ich hab's in meinem Buch überdeutlich beschrieben. Also hören wir einfach mal rein. Hier werden jetzt gleich zwei Fragen gestellt. A. Wie drastisch sinkt der Wert eines gut aussehenden Mannes, wenn er kleiner als die Frau ist? Und B. Wie heftig steigt der Wert eines nicht so gut aussehenden Mannes, wenn er Kohle hat? Und die Richterskala, die ist hier von 1 bis 10. He's a 10, but he's short. A 1. Von einer 10 runter auf die 1. Also die Antwort, die hat ja nicht mehr als eine halbe Sekunde gedauert. He's shorter than me, he's a 1. Okay. Und ich liebe diese Offenheit einfach. Diese, auch wenn sie für den einen oder anderen Mann vielleicht hart oder arrogant klingt oder sowas, die steht einer heißen Frau zu und man sollte ihr dankbar dafür sein. Weiter geht's. Gleiche Frage, andere Frauen. 7. Oh, I'm sorry. I really need tall guys, so... he's like a 6. He's a 6. So, hier geht's jetzt von der 10 auf eine 6 runter. Sprich, du hättest bei diesen Ladies hier keine Chance, weil sie eben alle oberhalb von der 8 sind. Übrigens geht's hier auch nur darum, dass er größer zu sein hat als sie. Hier redet keiner pauschal von 1,90 Körpergröße und die meisten Frauen, die sind ja selbst nicht mehr als 1,70 oder so. Schauen wir mal weiter. I have a lot of short friends, but... What about he's shorter than you? 3. And then what about shorter than you? Personal opinion, but I'm just not attracted to shorter guys shorter than me, so I'm gonna go with a 5. Ich liebe einfach diese enttäuschte Reaktion und den... Ja, den Mitleidsausdruck im Gesicht. Naja, hier hatten wir jedenfalls eine 3 und eine 5, also auch eine komplette Disqualifikation, wenn er zu kurz ist. So, die nächste Frage lautet jetzt, er ist eine optische 4, aber er ist reich. Was macht das mit seinem Wert? He's a 4, but he's rich. That's all you know about him. I'll go 7. 6. Okay, so he's like a 7. 8. Klare Ansage. Hier wandert sein Wert gleich mal geschmeidig auf eine 6 bzw. 7 und sogar auf die 8 hoch. Wie gesagt, von einer 4. Und nochmal, hier gibt es keinen Grund, sich zu beklagen. Genauso wie sich Frauen nicht beklagen können, dass wir Männer primär auf ihr Äußeres gucken. Warum tun wir das? Weil nun mal Ästhetik ein Zeichen von Gesundheit ist. Nächste Frage. Er ist eine 6, fährt aber einen Luxuswagen. He's a 6, but he drives a luxury car. You'll bump up a little bit, so 7. 7. An 8. Okay, kein allzu großer Sprung hier, aber immerhin rauf auf eine 7 und 8. Und ein weiterer Beleg, dass sein Äußeres ultraschnell in den Hintergrund tritt, wenn's drauf ankommt. Eine Bonusfrage gibt es noch. Er ist eine 5, hat aber ein Boot. He's a 5, but he has a boat. 8. 6.5. A 10. Da geht's rauf auf 8, 7 und eine volle 10. Noch Fragen? Für mich nicht jedenfalls. Ich habe hier absolut gar nichts gesehen, was mich überrascht und auch nichts, was ich in irgendeiner Form beklagen würde. Wenn überhaupt, dann würde ich heißen Frauen heute sogar empfehlen, noch rigoroser bei der Auswahl zu sein. Schließlich entscheidet ihre Selektion über das Wohl und Weh der künftigen Generation. Und da sieht es zurzeit finster aus. Und Männer, die sich von Frauen erzählen lassen, dass die inneren Werte oder nur ein makelloses Aussehen ausschlaggebend wären, für die hält sich mein Mitgefühl in Grenzen.